Dr. Lothar Biske ist der nächste Redner für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Linke engagiert sich für ein Europa des Friedens, der Freiheit, der Demokratie, der sozialen und ökologischen Sicherheit und der Solidarität. Wir sind die Einzigen hier im Hause, die dem Vertrag von Lissabon die Zustimmung verweigern. In der Gesellschaft und in Europa stehen wir mit unserer kritischen Haltung keineswegs allein da. Auf der europäischen Ebene und auch in Deutschland haben Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter ihre Bedenken gegen den neoliberalen Geist von Lissabon deutlich gemacht. Die Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen in der SPD, AFA, lehnt den Lissabon-Vertrag ab und fordert die SPD-Abgeordneten auf, diesem Vertrag im Bundestag nicht zuzustimmen. Die internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges fordern, den EU-Vertrag nicht zu ratifizieren, ob Pax Christi oder Attac. Sie alle weisen darauf hin, dass der Lissabon-Vertrag nicht den Interessen der Mehrheit der Menschen entspricht. Wer also meint, nur die Linke habe Bedenken, irrt gewaltig und sollte sich mit den Positionen von Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern und von anderen Initiativen und Verbänden mal auseinandersetzen. Und wenn Herr Kollege Beck nicht heute, aber an anderer Stelle der Ansicht ist, dass man mit einer Partei, die diesen EU-Vertrag ablehnt, nicht koalieren könne, dann sage ich als Antwort auch deutlich, wenn sich Regierungsfähigkeit an der Akzeptanz von Beihilfe zum Sozialdumping bemisst, dann wollen wir nicht regierungsfähig sein. Meine Damen und Herren, wieder liegt uns eine Vertragsänderung und keine Verfassung für Bürgerinnen und Bürger der Union vor. Der Verfassungsentwurf wurde von der französischen und von der niederländischen Bevölkerung abgelehnt. Und der heute auf dem Tisch liegende Vertrag ist einer, von dem der französische Altpräsident Giscard d'Estaing sagt, er unterscheide sich nur unwesentlich vom Verfassungsentwurf. Man merkt die Absicht und man ist verstimmt. Von einer Vereinfachung der EU-Verträge und von mehr Transparenz kann leider keine Rede sein. Wir hätten dringend rechtzeitig eine lesbare Fassung gebraucht. Glasnost auch für Europa. Einen Antrag dazu hat die Linksfraktion vorgelegt, denn das gesamte Vertragswerk ist für normale Menschen schwer verständlich. Europapolitik wird so zunehmend eine Auslegungssache für Juristinnen und Juristen. Ich frage Sie, wie sollen sich denn so die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union mit Europa identifizieren können? Die EU-Kommission finanziert Werbekampagnen, um den Menschen, wie es heißt, Europa zu erklären. Ich sage Ihnen, solange Sie eine Politik über die Köpfe der Bürgerinnen und Bürger hinweg machen und solange die Menschen nicht das Gefühl haben, am Bau des Europäischen Hauses beteiligt zu sein, ist das rausgeschmissenes Geld. Die Art und Weise des Zustandekommens dieses Vertrages spricht Bände. Es ist ein Vertrag der Regierenden, nicht der Bürgerinnen und Bürger. Wieder tagte eine Regierungskonferenz hinter verschlossenen Türen und wieder konnten Bürgerinnen und Bürger sich nicht an der Gestaltung der vertraglichen Grundlagen der Zukunft der Union beteiligen. Über das Ergebnis dürfen Sie nicht mitentscheiden. Das Einzige, was Sie dürfen, ist, die Zeche zu bezahlen. Eine solche Politik lehnen wir ab. Europapolitik darf nicht länger eine Politik von Eliten für Eliten sein. Die europäischen Bürgerinnen und Bürger wollen ihr Europa mitgestalten und dafür müssen sie über die Grundausrichtung europäischer Politik mitentscheiden können.
Verehrte Kolleginnen und Kollegen der Koalition, dass Sie die Bevölkerung von der Entscheidung ausschließen, zeigt, dass Sie dem Vertrag von Lissabon selbst nicht über den Weg trauen. Sonst hätten Sie doch nichts zu befürchten. Wir Linken wollen eine Volksabstimmung, und auch hier sind wir nicht allein, denn alle in der Europäischen Linkspartei zusammengeschlossenen 28 Parteien in Berlin sind wir genauso, wie ich hier rede, zu dieser Frage eingestellt. Frau Künast, das könnten Sie wissen. Auch hier 28 linke Parteien in Europa fordern Volksabstimmungen über das Fundament des Europäischen Hauses, und wir verweisen da auf Irland, das ist der vernünftige Weg. Und nicht nur die Linksparteien, die Friedenskoordination Berlin, die Initiative Mehr Demokratie und andere Initiativen haben, wie wir Linken, Unterschriften für ein Referendum zum Vertrag von Lissabon in Deutschland gesammelt. Sie werden heute dem Bundestag übergeben. Meine Damen und Herren, wir Linken sind engagierte Internationalisten und wir sind pro-europäisch. Herr Kollege Biski, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Westerwelle? Ja. Herr Kollege Biski, Sie haben nachdrücklich für die Volksabstimmung geworben und Sie haben auch noch mal zum Ausdruck gebracht, dass das für Sie die eigentliche Legitimation eines Europäischen Hauses wäre. Nun gibt es ja Volksabstimmungen, aktuell laufend. Meine Frage ist, was ist denn von Volksabstimmungen zu halten, wenn Regierende vorher ankündigen, dass sie sich, egal wie es ausgeht, nicht drum scheren werden? Mit anderen Worten, auf den Punkt gefragt, für den Fall, dass die Berlinerinnen und Berliner sich für den Flughafen Tempelhof aussprechen werden, werden Sie denn dann auch zu dieser Entscheidung per Volksabstimmung stehen und den Willen des Volkes dann, da wo Sie regieren, umsetzen? Herr Westerwelle, wir sind jetzt außerhalb der Thematik, aber wenn es eine Volksabstimmung gibt und ich werbe dafür, gegen die Fortsetzung von Tempelhof zu stimmen, wenn wir bei einer Volksabstimmung sind, dann ist eine Volksabstimmung und man hat sich dran zu halten. Das ist so. Ich möchte jetzt aber zu Europa zurückkehren. Wir Linken sind Internationalisten und wir sind proeuropäisch. Wir leben und wir arbeiten wie Sie, Herr Trittin, in Europa und in Deutschland, und wir fühlen uns für die Entwicklung Europas mitverantwortlich. Nach den wenig erfolgreichen und vor allem undemokratischen und intransparenten Regierungskonferenzen von Amsterdam und Nizza wurde ein Konvent einberufen. Das haben wir begrüßt, und wir haben aktiv an der Ausarbeitung des Verfassungsentwurfs mitgearbeitet, ebenso an der EU-Grundrechtecharta. Sie sehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, Europa liegt auch uns am Herzen. Die Linke ist für Europa, aber es gibt genügend Gründe, heute mit Nein zu stimmen. Dass wir als Linke den Vertrag von Lissabon in der vorgelegten Fassung ablehnen, hat einzig inhaltliche Gründe. Wir übersehen nicht, dass er gegenüber dem Vertrag von Nizza durchaus verbessert wurde. Das betrifft beispielsweise die stark erweiterten Mitentscheidungsrechte des Europäischen Parlaments, Beteiligung der nationalen Parlamente, erste Schritte hin zu mehr direkter Demokratie. Wir verleugnen das Positive nicht. Der Vertrag von Lissabon hat aber leider vor allem gravierende Nachteile.
Von diesem Reformvertrag geht kein Friedenssignal aus. Die Bestimmungen der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik sind nun vor allem militärisch geprägt. Wir halten diese Ausrichtung für falsch und auch für gefährlich. Die Verpflichtung der Mitgliedstaaten auf schrittweise Verbesserungen ihrer militärischen Fähigkeiten in Artikel 42 Absatz 3 heißt doch im Klartext ständige Aufrüstung. Im Sinne einer friedlichen, demokratischen, sozialen und ökologischen Entwicklung brauchen wir aber mehr Abrüstung. Da stimme ich Herrn Westerwelle ausdrücklich zu, ja. Für ebenso kontraproduktiv wie überflüssig halten wir die Battlegroups. Zur Terrorismusbekämpfung taugen sie nicht. Und weltweite Militärinterventionen sind der falsche Weg, um Frieden zu erhalten oder herzustellen. Meine Damen und Herren, wir bleiben dabei. Wir sagen Ja zur Selbstverteidigung, aber außerhalb des Hoheitsgebietes der EU sollen militärische Operationen der EU nicht stattfinden. Aufrüstung ist ein falsches Signal. Es muss Schluss sein mit dem historischen Völkergemetzel der vergangenen Jahrhunderte, um die Probleme der Europäischen Union und die globalen Probleme zu lösen, brauchen wir politische Mittel. Wir wollen keine völkerrechtswidrigen Kriege, sondern friedliche Lösungen politischer und sozialer Konflikte. Das heißt, wir wollen ein vertraglich zu verankerndes Verbot von Angriffskriegen. Wir wollen eine strikte Bindung an die UN-Charta und die Einhaltung der international anerkannten Völkerrechtsnormen. Meine Damen und Herren, Frieden hat für uns Linke absolute Priorität. Die Linke ist angeblich wegen ihrer friedlichen Außenpolitik nicht salonfähig, hört man. Wenn die Meinung der anderen Parteien darin besteht, weitere kriegerische Lösungen anzustreben, dann sind wir froh, nicht salonfähig zu sein. Wenn Krieg Salonfähigkeit definiert, dann heben wir uns gerne davon ab. Zu einem solchen Salon begehren wir keinen Zulass. Meine Damen und Herren, mit der Einrichtung einer ständigen strukturierten Zusammenarbeit für militärisch besonders anspruchsvolle Staaten wird ein militärisches Kerneuropa auf den Weg gebracht. Im Vertrag von Nizza war eine verstärkte Zusammenarbeit von Mitgliedstaaten in sicherheits- und verteidigungspolitischen Fragen in Artikel 27b noch explizit ausgeschlossen. Das hätte so bleiben müssen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, alle Regelungen, die Einfluss auf die Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen haben, sind uns sehr wichtig, weil sie in das Leben von fast einer halben Milliarde Menschen eingreifen. Und ich habe wohl zur Kenntnis genommen, dass die soziale Frage auch bei Ihnen, Herr Beck, eine wichtige Rolle eingenommen hat. Ein neoliberaler europäischer Binnenmarkt und eine neoliberale Wirtschafts- und Währungspolitik, die vornehmlich auf Wettbewerbsfähigkeit und Preisstabilität setzen, haben den meisten Menschen in Europa mehr geschadet als genutzt. Unsichere Jobs und massenhaft niedrige Löhne, das ist das Ergebnis dieser Politik. Und trotzdem ist der Vertrag von Lissabon nicht grundlegend verändert worden. Zwar wurde in Artikel 3 EUV die soziale Marktwirtschaft als Ziel der EU eingeführt, gleichzeitig aber an Wettbewerbsfähigkeit gebunden. In den Artikeln 119 und 120 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union wird die soziale Marktwirtschaft jedoch wieder rückgängig gemacht, indem von offener Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb die Rede ist.
Dies ist nicht nur widersprüchlich. Nun kann sich jede und jeder beliebig aussuchen, was er braucht. Letztlich entscheiden dann die Gerichte. Wohin das führt, haben die drei jüngsten Urteile des Europäischen Gerichtshofs zu Viking, Laval und Rüffert deutlich gezeigt. Zu Lohndumping, zu Sozialdumping und zu einem eingeschränkten Streikrecht. Wir haben uns gefragt, wie der Vertrag wirtschaftlich, sozial und politisch interpretiert wird. Unsere Befürchtungen sind durch die drei Urteile des Europäischen Gerichtshofes bestärkt worden. Meine Damen und Herren, sagen Sie den Beschäftigten, was diese Urteile für Sie bedeuten. Die Befürchtungen der Linken waren und sind begründet. Sie werden durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes vollauf bestätigt, denn diese Urteile sind eindeutig gegen die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gerichtet. Diese Entwicklung ist verhängnisvoll. Eine solche neoliberale Politik lehnen wir ab. Wir können es nicht mit unserem Gewissen vereinbaren, einer Politik Vorschub zu leisten, die Extraprofite der Unternehmen sichert und den Beschäftigten nicht einmal Mindestlöhne kennt. Unsere Vorstellung von Europa ist nicht, dass Sozialabbau Gesetzescharakter hält. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition, ich bin sicher, dass auch manch eine oder manch einer in Ihren Reihen von den arbeitnehmerfeindlichen Urteilen des Europäischen Gerichtshofes kalt erwischt wurde. Der Europäische Gerichtshof hatte den Vertrag von Nizza auszulegen, um solche Urteile in Zukunft zu vermeiden. Muss der Vertrag von Lissabon geändert werden, zum Beispiel durch ein weiteres Protokoll zum Vertrag, das eine soziale Fortschrittsklausel beinhaltet. Sie achten bitte auf die Zeit. Ja. Eine Fortschrittsklausel zum Vertrag beinhaltet. Dazu haben wir einen entsprechenden Antrag gestellt. Wir Linken wollen eine Europäische Union, die sich in ihren Werten zur Sozialstaatlichkeit bekennt, und zwar nicht nur theoretisch, sondern auch in Details. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.